Scheißland hat Bürgerkrieg seit 40 Jahren. Aber sag das nie laut. Es gibt Drogenmafia, kleine Gangs, große Gangs, Revolutionäre, Konterrevolutionäre, Korruption, Mord und Totschlag, Entführungen. Und? Was macht die Regierung? Was ist normal in Deutschland? Zur Schule gehen, Hund ausführen. Hier? Leute umbringen. Wenn du mich fragst, ist das ein Fall für die Vereinten Nationen, verstehst du? Blauhelme. Dieser verdammte Scheißverkehr verflucht. Hier, die Schlüssel. Ah, Signora Marta, ah. Gott segne Sie. Das ist Mark, mein Nachfolger. Ich fahre noch schnell zum Krankenhaus. Soll ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen? Er hat schon meine Schlüssel. Nochmal vielen Dank für alles, Signora. Komm mit. Buenos dias, Signora. Oh, wunderbar, Sie können ja unsere Sprache. Ja, mehr oder weniger. Aber von Ihnen kann ich sicher noch eine ganze Menge lernen. Hey, Entschuldigung, aber ich verpasse mein Flugzeug. Sie werden noch viel Zeit haben zum Reden. Später. Gott segne Sie, Doktor, und gute Reise. Adios. Hör auf Martha und ihre Familie. Sie wissen immer einen Rat. Okay. Gott sei mit dir, mein Bruder. Adios. Ich komme wegen meinem praktischen Jahr. Carlos, wie geht's? Sie sind der Student aus Deutschland? Ja, buenos dias. Wie sagt man in dem Land? Heil Hitler. Nichts für ungut. Wie nennen Sie im Ausland immer Pablo Escobar? Willkommen in der Klinik der Menschenfreunde. Was für praktische Erfahrungen haben Sie denn? Sehr gute Frage.
ruhig. Gut, auf den ersten Blick. Was können Sie mir über diesen Patienten sagen? Er ist traurig. Das Emotionale zuerst. Sehr gut, was noch? Er hat ein Loch in der Brust, oder? Haben Sie denn schon irgendwelche Erfahrungen mit Schusswunden? Wissen Sie, in Deutschland ist es schon verboten, sonntags den Rasen zu mähen. Und alle halten sich daran, um die Nachbarn nicht zu stören. Ich glaube, der richtige Platz für Sie ist hier. Die Notaufnahme. Hör mal, Herr Luis, das ist Mark. Erklären Sie ihm, wie hier alles funktioniert. Alles gut? Besten, großartig. Danke. Wer operiert ihn? Wer? Na du. Du willst doch Praxis kriegen, oder? Die ganzen leichten Sachen flicken wir gleich hier zusammen. Das wird dann später von Dr. Mendes kontrolliert. Hör mal, eigentlich habe ich noch nie... Spielst du gern Tennis? Ich lade dich mal ein zum Tennis. Danke, sehr nett. Aber im Ernst, ich habe mit sowas überhaupt noch keine praktischen Erfahrungen. Gut, aber studiert hast du doch, oder? So, dann wollen wir mal sehen. Gar nicht so schlimm. Wenn du beim Rausholen der Kugel merkst, dass doch eine Arterie platzen könnte, dann lass sie einfach drin. Hä? Aber das entscheidest du. Fertig? Mhm. Vielen Dank. Weißt du, was ich glaube, Marc? Dass all diese Bandenkriege nur von den Ärzten erfunden worden sind, um euch Studenten zu testen. Um euch das Leben schwer zu machen. Aber diese Arbeit hier hat auch was Gutes, oder? Die meisten Patienten hier sind Verbrecher. Das heißt, wenn was schief geht, dann macht das nichts. Nein, nein, Blödsinn. Kleiner Scherz. Können wir? Ich glaube, es ist besser, wenn wir draußen warten. Bitte, Senor. No soy quien para medir y medir con la misma regla que más adelante me han de medir a mí. Entonces, ¿estos señores quiénes son?
Estos son los criminales que se parecen a los humanos, a nosotros mismos, cuando cometemos pecados. Pero ¿qué es lo más importante, hermano? ¿Qué tenemos que reflexionar? No entremos a pelear con la gente. Pensemos en Cristo y pidamos perdón por ellos, porque ellos... Hallo. Ich bin Mark. Ist mit uns. Er ist allgegenwärtig. Möge er unser Haus mit Liebe, Frieden und Geduld beschenken, alle Schatten und Ängste vertreiben und alle Zimmer segnen. Damit wir unserem Gast, dem Doktor, der so weit weg ist von zu Hause, ein schönes Heim bieten können. Wir vertrauen dem Herrn und seiner grenzenlosen Güte. Amen. Amen. Ein Geschenk. Sieh mal ein Geschenk. Wie schön. Mhm. Vielen, vielen Dank. Das ist Frankfurt. Mhm. Ist das Ihr Haus? Ja, fast. Mhm. Sehen Sie, da ist mein Bruder, mhm. meine Mutter und ich mit dem Koffer. Die ganze Familie. Und wo ist der Vater? Der ist gestorben. Mein Bruder und meine Mutter führen gemeinsam eine Praxis hier unten. Und da wohnen sie. Das heißt, wenn Sie Ihr praktisches Jahr hier hinter sich haben, können Sie in die Praxis in Deutschland einsteigen. Ja, klar, könnte ich. Gibt's auch Kaffee? Nein. Soll sie mein Mann gleich zum Krankenhaus fahren? Nein, danke. Ich laufe lieber. Tunis, der Doktor kann doch nicht allein durch Siloé laufen. Senora, vielen Dank für alles. Senor? Es ist wegen des Viertels, durch das Sie durchmüssen. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Danke. Ja. Ciao. Gott schütze Sie. Wollen Sie in Schwarz oder mit Milch? Ach so, Tinto. Mein Auto war das. Ich habe das zuerst. Ich spiele schon. Ja, ich habe das zuerst. Nein, nein, brauchst du Drogen? Was soll denn das? Okay, Jungs, Sie haben verstanden, lass den Quatsch. Oh, ein Doktor. Gibt's her. Ist das Ihnen, Herr Doktor? Guck mal, er ist ja wohl richtig. Lass den Sch...
Schluss jetzt, es reicht. Sie sollten besser auf Ihren Kram aufpassen, Doktor. Was hast du denn, Mann? Das lag auf dem Boden. Ciao, Doktor. Hey, komm, Doktor. Komm jetzt, Doktor. Ist doch nichts passiert, oder? Hör mal, wir sind hier in Philoe, Mann. Macht's gut. Das Haus. Wirklich? Mhm. Kommen Sie ruhig mal wieder. Wieso rennen die Ausländer eigentlich immer direkt in die hässlichsten Ecken? Das werde ich nie verstehen. Weißt du was? Am Sonntag gehen wir Tennis spielen. Sehr gut. Bringen Sie ihn auf Intensiv und beobachten Sie ihn. Unbedingt sagen, wenn sie weiter so köstlichen Kuchen schickt, dann werde ich sie heiraten. Nee, wirklich. Herrschaft, an die Arbeit. Der Mann von der Europäischen Kommission hat gedacht, hier gibt es keine Verkehrsregeln. Assistieren Sie mir bei Ihrem Landsmann. Ich würde lieber bei meinem halbwüchsigen Killer bleiben. Señor Escobar. Nächstes Mal folgen Sie meiner Anweisung bitte ohne Widerrede. Wieso sagen Sie das? Der Hippokratische Eid ist kein Witz für mich. Wenn Sie armen Leuten den Vorzug geben, dann ist das keine Gleichbehandlung der Patienten. Ich kann euch nicht alle 10 Minuten anrufen. Ich arbeite Tag und Nacht im Krankenhaus. Ja, auch Heiligabend. Angelita? Komm, willst du dich nicht umziehen? Garcia Marquez? Nein, bin ich noch nicht zugekommen. Was ist? Wir müssen los. Mama, hör zu, du hast ja völlig recht. Hörst du die Geräusche im Hintergrund? Das ist eine Guerillabande, die gerade meine Gastfamilie einsetzt. Und im Krankenhaus operieren wir nur mit alten Glasscherben. Ich bin auch schon 4-mal entführt worden und gestern habe ich Pablo Escobar getroffen. Jetzt hör auf, Mama. Angelita,
Mama? Sei nicht so frech. Du willst doch nicht den Gottesdienst verpassen. Ich leg mich jetzt hin. Ihrer Mutter geht's gut? Ja, sehr gut. Bis später. Bis später. O muchos de ustedes, hermanos, no me van a manifestar alguna vez que llegaron a su casa, llegaron a su apartamento, al cuarto donde viven, y sintieron ese cuarto vacío. Ich denke, sie kann schon nach Hause. Nur wenn sie mir ihre Nummer geben. Schau an, die Wunder eines deutschen Passes. Oh, er sieht doch gar nicht so schlecht aus in seinem Kissen. Siento una voz que me dice, abúsate. Que yo digo de esta manera que ese individuo no sabe en qué se metió. Soba. ¡Qué rico! Hey, was für ein toller Abend. Mal sehen, ob das so weitergeht. Oh. Hier lang. Buenas! Ein Mühen dich. Da hinten. Da vorne ist es. Schau mal an. Sie sind der Deutsche, oder? Ich wollte Sie schon immer aus der Nähe sehen. Sehr süß. Ein hübscher Junge. Oh, komm jetzt. Warte, warte, warte. Einen kleinen Augenblick. Schade, dass du so gar keinen Geschmack hast. Wer bist du denn? Ich? Ja. Belinda. Gefällt dir mein Name? Sehr, aber ich verstehe ja gerade gar nichts. Sag ihm, wer mein Mann ist. Sag's ihm, du Feigling. In words. Der Doktor würde sich doch nicht mit der Frau von einem anderen einlassen, oder? Guten Morgen. 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 Was ist, Doktor? Zu viel gefeiert? Was soll das, Angelita? Mark muss hart arbeiten. Ich weiß schon, wieso ich das sag.
So spät wie der immer nach Hause kommt? Was soll das heißen? Du weißt schon, warum du das sagst. Lass das mal seine Sache sein, wann er kommt. Ich will nicht wissen, reiß dich gefällig zusammen. Was soll das? Echt? Was soll das mit Angelita? Der Doktor ist immer noch unser Gast. Oder? Das geht uns nichts an, wann er nach Hause kommt. Angelita, das reicht. Bitte nicht in diesem Ton. Was ist mit dir? Was hast du nicht gefahren? Guck ihn an. Guck ihn an. Siehst du hier aus? Wieso haben wir dich nicht dazu? Seid ihr alle blind? Habt ihr seine Augen? Wir wissen, was wir sehen und hören. Das reicht aber, oder? Sprechen wir unser heutiges Bibelwort. Johannes 9, Vers 7. Gentile Tutor. Ist irgendwas passiert, Doktor? Warten Sie mal kurz. Gefällt ihm wohl hier, hä? Na, euch scheint es ja zu gefallen hier, hä? Lass ihn doch antworten, da kann er das nicht. Hallo? Na also, geht doch. Der junge Mann trinkt hier doch nur ein kühles Bier. Das ist echt nett hier bei uns im Ghetto, oder? Ja. Ich hab Hunger, hast du was für mich? Ich nehme Papa, hier mal was auf. Papa, bitte lass die Finger weg. Weiß ganz genau, dass es nicht für dich ist. Wenn du was essen willst, hol dir was aus dem Haus. So wenig liebst du mich also? Pass auf, Pavito, ich sag's dir nicht nochmal. Ah. Was ist denn jetzt? Jetzt lass die noch einfach mal in Ruhe. Ja, ganz vorsichtig mit ihm umgehen, bitte. Ärger in der Klinik, was? Woher weißt du das? Er ist die Laberbacke. Was soll denn das jetzt? Wenn hier einer Tratschan ist, er das. Nee, Doktor, ich bin nur Chronist. Zum Beispiel der Kleine hier, der hat gestern eine Alte gevögelt. Jetzt hat der Penner mal wieder voll die Panik, dass ihm der Schwanz abfault. Hören Sie, Doktor, hier können wir nicht reden. Ich erzähle Ihnen das später, wir reden nur Scheiße hier. Okay, Wanda, gib uns doch auch ein Bier. Nein, mein Herr. Ich bezahle auch. Vergiss es. Ich habe richtig Kohle. Hier, schau mal hin. Gibt's nicht. Hier, bitte. Warte mal, ich lade euch ein. Nein, fangen Sie damit gar nicht erst an. Lass ihn doch zahlen. Schön. Suchen Sie das hier? Was haltet ihr davon, wenn ich euch am Sonntag zum Essen einlade? Schön. Ich hoffe nur, das Essen ist gut genug, damit ich euch auch außerhalb des Krankenhauses ertragen kann. Du kommst doch auch, oder? Haben Sie Angst, Doktor? Angst wovor? Du willst doch irgendwas von mir, oder? Ich hab gedacht, Sie wollen was von mir. Weil Sie da und herkommen. Gut, und das will ich. Wollen Sie oder nicht? Was? Ah.
Mach 20 Mille. Was? Du hast mich eingeladen? Ich kann sonst nicht meine Schule bezahlen. Du bist echt schlau. Und ich bin sicher, dass du mich abzockst, weil ich Deutscher bin. Habe ich recht? Nein, Doktor. Ich verarsche sie nicht. Meine Mutter hat keine Arbeit und meine Schwester ist krank. Jetzt reicht's, Pavito. Willst du adoptiert werden, oder was? Also mein Großvater ist wirklich krank. Was? Ich höre nichts. Ehrlich, er ist krank. Ich höre nichts. Der Arme liegt nur noch im Bett und pisst und kackt sich weg. Willst du noch? Guerra, muerte, nacimiento, rumba, verbena, concierto. Siempre vivo marginado por la voluntad de un beso. De eso, de cosas bellas y aburridas. De todos los detalles que hacen feliz la vida. Nacimiento de un niño, la muerte de un valiente. Elecciones del gobierno para que roben a... Son lugares, son modas, son sitios devastados. Son instantes, son instantes. Was sagst du? Wanda! Was ist? Komm, komm. Hören Sie, Doktor, es ist besser, Sie nehmen ab jetzt einen anderen Weg zum Krankenhaus. Wieso denn Krankenhaus? Nein, ist heute nein, nicht. Nein, Termine. Ich spiele heute Tennis mit Hector Luis. Spielst du Fußball? Hey, Pavito. Kommen Sie zu, kommen Sie nicht mehr hierher. Nimmst du mich mal mit? Klar. Gehen Sie. Nimmst du mich mal mit? Ja, ich nehme dich mit. Hauen Sie ab. Ich habe keine Lust, hier irgendwann einen toten Doktor vor meiner Tür zu finden. Bleiben Sie hier weg. Was ist denn? Nein, das geht nicht. Ach, Elita, Entschuldigung. Tut mir leid, aber ich... Morgen. Morgen. Wie geht's?
Willst du ein Eis? No importa que te ausentes de mí. Weißt du, Marc, ich beneide dich. Du kannst ja doch machen, was du willst. Hier kennt dich ja keiner. Du musst dich vor niemandem rechtfertigen. Für nichts. Großartig. Schön. Ja. Lecker, oder? Oder nicht lecker? Das ist doch echt lecker. Hallo, Doktor. Nein, gib mir das Auto. Nimm mich. Hallo, Doktor. Ich steige und weggekehrt. Mir. Klar kann ich fahren. Kannst du nicht? Doch. Wenn ich nicht könnte, hätte ich keine Karre. Ja, du hast verkackt. Mann, das passiert halt im Fernsehen. Hallo Doktor, was ist der Wahnsinn? Dürft ihr euch einen früher aussuchen? Moment, Moment. Zu dem, weil sonst klar, der spielt auch mit, okay? Der ist in unserer Mannschaft. Der ist aus Deutschland. Klar kann der spielen. Also was? Quatsch oder Spiel? Na, spielen. Wissen Sie, noch vor 20 Jahren war das hier die schönste Stadt von Kolumbien. Und die zivilisierteste. Ich habe mich nicht beschwert, mir gefällt's. Hä? Ja? Für euch Gringos ist es leicht. Ihr könnt ja auch einfach abhauen, wenn es hässlich wird. Ich habe mich ja schon daran gewöhnt, dass man mich hier Nazi nennt. Aber Gringo... Ah, sieh mal an. Also ein Gringo aus Deutschland. Ich meine, die guten Zeiten sind vorbei. Das ist wirklich mal eine sehr schöne Stadt gewesen. Heutzutage wimmelt es hier nur von Dieben, Betrügern und Auftragskillern. Ja, hier gibt es jede Menge Viertel, da schießen sie auf dich, nur um dich umfallen zu sehen. Und niemand tut etwas. Wissen Sie warum? Ich werde es Ihnen sagen, weil es für euch Gringos gut ist, wenn wir uns gegenseitig umbringen. Hören Sie, wir Nazis, wir hätten ganz sicher eine erstaunlich einfache Lösung für alle eure Probleme hier gehabt. Klar doch. Bei euch habt ihr ja schon alle umgelegt, die ihr umlegen musstet. Da könnt ihr uns jetzt ein bisschen zur Hand gehen, oder? Na, wen haben wir denn da? Na, alles okay? Alles klar, Mann? Natürlich. Na, wie geht's? Ach, wie immer. Okay. Hey, darf ich dir einen Freund vorstellen? Wie ist bei dir? Gut, 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 gut. Ist doch schön. Mir geht's auch ganz gut. Jetzt hast du ein Problem, Kleiner. Ich weiß, sonst bist du schön stillhalten. Pech gehabt, Gringo. Jetzt sag mal was, wo hast du deine Kohle? Ach, irgendwo hast du sie Kohle. Doch. Rücken runter, mach's runter. Ja, mit der Kohle aber schnell. Und sonst bist du tot. Wo hast du die Kohle? Durchsuch den gut. Alter, sag schon, wo hast du die Kohle versteckt? Raus mit der Sprache. Maul auf. Runter. Die Schwuchtel ist ein Deutscher. Wow, ein Deutscher.
Hilfen Sie nicht. Taub ist er nicht. Also, ja, ein Deutscher. Na los. Her mit der Geheimnummer, ich höre. Los. Vorwärts, sag uns die Zahl, Mann. Mach schon, spuck sie aus. Beeil dich, jetzt hilf uns mal, Mann. 1354. Was war das? 1354. Ganz langsam, eine Zahl nach der anderen. Eine nach der anderen, na los. 1354. Schön, Kleiner, so ist richtig. So ist gut. Mitspielen und am Leben bleiben. Alles in Ordnung? Er ist überfallen worden. Komm, zahl schnell das Taxi für ihn. Wie ist das passiert? Ei, ei, ei. Ein paar Schuhe. Und ein Hemd. Dank dir, Hector. Haben. Bezahlen nicht gut, ne? Ach, Quatsch. Schön wär's. Alles, was ich habe, ist die Familie, Mark. Nichts weiter. Nur die Familie. Gut, genug jetzt. Schenkt mir der Welt wieder ein Lächeln. Ach, ja. Würde dir gut stehen. Sowas hilft hier. Nein, danke. Ernsthaft? Ich sagte nein, danke. Du hast Schiss von dem Ding, stimmt's? Na gut. Sag mal, spinnst du? Oh. Hast du dir die Hose gemacht? Du Schisser! Stellen Sie sich vor, wie viele Probleme wir hätten ohne die Lüge. Die Wahrheit zu sagen, ist nicht so leicht. So sehr wir es auch versuchen, wir scheitern immer. Ein gutes Beispiel sitzt hier am Tisch. Unser lieber Freund Mark. Er hat soeben eine extreme Situation erlebt. Und was hat er dann gemacht? Was hat er gemacht? Wieso geben Sie nicht zu, dass Sie Kokain geschnupft haben? Weil dir das nichts angeht. Jetzt beginnt er aufrichtig zu sein. Das gefällt mir. Hören Sie, Mark, wie sind Sie eigentlich auf Kolumbien gekommen? Sehr gute Frage. Wissen Sie, mein Bruder ist Arzt in einer Wohngegend wie dieser, aber in Frankfurt. Und meine Mutter auch. Und mein Vater war auch Arzt.
Die meiste Zeit hat er gearbeitet, weil er seine Familie vor den Gefahren des Lebens schützen wollte. Und bums, haut's ihm mit 40 um. Herzinfarkt. Deswegen bin ich hier. Ach so, die Verantwortung über Bord und einfach so leben. Und Sie? Was machen Sie so? Ich mache Titten. Sehen Sie, die gelingen mir wirklich gut. Das ist wahr. Aber war ich auch, dass Mark nun weiß, dass es in den Armvierteln dieser Stadt halbwüchsige Killer gibt. Und es gibt Taxifahrer, die dich bis aufs letzte Hemd berauben. Da hat er seinen Enkeln doch schon einiges zu erzählen, oder nicht? Und jetzt sind Sie mal dran mit Aufrichtigkeit. Sie haben doch Angst. Vor was? Zum Beispiel durch Silhouette zu laufen, um zu sehen, was da wirklich passiert. Stimmt, davor habe ich Angst. Vor was? Dass Sie in die Scheiße treten könnten, richtig? Wenn Ihnen diese Metapher gefällt. Warum? Weil ich durch die ganze Welt gehen könnte, von einem Scheißhaufen in den anderen. Aber da es hier um Aufrichtigkeit geht, ich hänge an meinem Leben. Na dann. Na dann was? Reden Sie doch nicht über jeden Scheiß, als ob Sie es wüssten. Ich möchte Ihnen auch eine Frage stellen. Werden Sie andere Schuhe anziehen, bevor Sie wieder in dieses Viertel gehen? Sie wollen doch nicht, dass man Sie Juppie nennt. Pavito sagt, Sie können mir vielleicht helfen. Es hat sich ausgedoktert, verstehst du? Ich bin schwanger. Geh ins Krankenhaus. Ich hab Angst. Das Kind nicht kriegen. Wie soll ich sie denn wegmachen? Damit? Ist mir egal, Doktor. Vergiss es. Ich bin kein Doktor. Nur ein Student. Siehst du, Papa? Er bringt dauernd irgendwelche Mädchen mit. Wieso tust du sowas, Angelita? Raus hier! Sagen Sie mir nur eins. Sagen Sie es mir! Haben Sie meine Tochter angefasst? Ja. Papa! Sie haben meine Tochter... Papa! Papa! Dreckschwein! Papa, hör auf!
Hier wirst du Respekt zeigen, du Sackschwein! Scheiß Ringo, ich bring dich um! Wurmsohn, du hast meine Tochter! Papa! Nein, ich mach dich kaputt! Kaputt, du Dreckschwein! Und das ist wirklich kein Problem? Habe ich denn eine andere Wahl? Keine Sorge, Sie sind nicht der Erste, der hier Asyl sucht. Ich werde froh sein, wenn deine Zeit hier vorbei ist. Ich will, dass du heil nach Deutschland zurückkommst. Bist du hier geboren? Nein. Also denkst du doch auch nicht daran, zurückzugehen, oder? Wohin denn? Wo du herkommst. Was weißt du darüber, wo ich herkomme? Nichts. Was weißt du darüber, wo ich herkomme? Haben Sie deine Familie auch umgebracht? Da, wo ich herkomme, ist es so wunderschön, das kannst du dir nicht vorstellen. Nicht mal in deinen Träumen. Aber niemand dort hat mehr Respekt vor dem Leben. Hast du den Respekt noch? Ich hoffe schon. Was ist dir da passiert? Spielchen mit Zigaretten. Als ich klein war.
Augen sind wir. Besser? Und? Wie geht's? Alles wieder okay? Der freie Tag hat Ihnen gut getan. Aber bis Sie wieder ganz clean sind, sollten Sie eine andere Arbeit machen. Sophia, sagen Sie, was er zu tun hat. Komm, komm mit. Wir fahren ab auf Station 3. Halt mal das Wappen hoch. Noch ein bisschen höher. Auch wenn du mich nicht gefragt hast, gebe ich dir einen Rat. Wenn du wirklich Arzt werden willst, solltest du auf dein Verhalten achten. Ach ja? Glaubst du wirklich, wenn Hector Luis und der Chef sich ein einfaches Leben machen wollten, würden sie in dem Krankenhaus hier arbeiten? Geht's? Finger kann er bewegen. Aber er muss ins Krankenhaus, für alle Fälle. Kannst du das nicht nehmen? Der Pisser spioniert hier vorerst. Na und? Willst du ihm jetzt helfen, oder was? Wir bringen ihn zu mir nach Hause. Mit dem scheiß Spitzel, wie Schwucht. Wieso lässt du den jetzt was wollt ihr? Verloren? Ist kann der Typ auch Stachel? Das kriegt euch wieder ein. Der Doktor behandelt kurz eine Wunde. Aber wieso denn? Was geht denn? Der Doktor versorgt die Wunde. Er muss euch nochmal laufen zu neu. Das Krankenhaus ist zu teuer. Macht hier nicht so einen Aufstand, verstanden? Oder mach so hier. Wanda, warte. Wanda! Nicht bewegen. Verstanden? Aua! So hat das keinen Sinn. Doktor, das betäubt ein bisschen, oder? Recht. Lass mich doch auch mal. Fertig? Hören Sie, Doktor. Gucken Sie mich an. Diese Jungs vom Juez knallen hier alle Leute ab. Die machen ihr Krankenhaus voll. Der ist doch noch ein Kind. Das ist egal.
Pavito, komm jetzt! Sie müssen sich für eine Seite entscheiden. Was ist denn das für eine Logik? Heißt das, falls ich eines Tages jemandem eine Kugel von dir rausholen muss, stecke ich sie dann wieder rein und nähe zu? Natürlich mache ich mir Sorgen. Ich kümmere mich um sie. Aber sie werden älter und entscheiden sich dann selbst. Aber irgendwie muss es doch noch was anderes geben. Ja, natürlich sollte es noch was anderes geben. Aber wer kauft ihnen die Drogen denn ab? Wieder zusammen was nehmt, dann gib ihnen ein paar Ratschläge. Nimm scharfe Soße. Sie hier. Wie ist es möglich, dass hier ein Killer einfach so reinspaziert? Wozu sind Sie eigentlich da? Wir wissen auch nicht, wie er reingekommen ist. Mark? Jetzt bete, dass er dein Gesicht vergisst. Hörst du? Es ist ernst. Komm. Komm.
Sind Sie bewaffnet? Ich? Nein. Ich sag ja, der hatte einen Mundschutz, der verdeckte sein Gesicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du heute Pavito gesehen? Nein. Ich rede mit ihm. Mit Erhues? Und was sagst du ihm? Werden wir sehen. Wanda, ich habe sein Wort. Sag mal, spinnst du? Was hast du davon, dich in die Sache einzumischen? Also, du hast weder was gehört, noch gesehen. Halt dich daraus. Wovon redest du, Wanda? Ich hab was gesehen. Ich häng da schon drin. Ich hab hier endlich was gefunden, das ich nicht mehr verlieren will. Bringt mir wieder in mein Bett.
Stern? Stern über Jena, über Jena zum Stern. Über Jena zum Stern. Los! Doktor. Wie geht's? Bestens. Gut. Keine Waffen? Hi. Schon viele Kugeln rausgeholt? Unser Zeichen. Das steht für Justitia. Genau, Mann. Gerechtigkeit. Sie sind mutig. Einmal. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Gut, dass Sie meinem Wort vertrauen. Keine Sorge, ich tue Ihnen nichts. Wenn einer Angst haben muss vor mir, dann nur, wenn er es verkackt hat. Setzen Sie sich. Man sagt hier, Kali ist Kali und der Rest ist Hang. Als ob da unten alles toll wäre und hier oben alles nur Scheiße. Das Schlimmste ist, es stimmt. Wissen Sie warum? Was wollen Sie von mir aus? Sie sind ein komischer Typ. Wäre ich nie drauf gekommen, mir so ein Amulett zu machen. Ist aber schön. Hey, dem hier verdanke ich mein Leben. Er ist jetzt einer von uns. Klar, Mann, er ist einer von uns. Also, kommen Sie, wir gehen mal raus. Hören Sie, wir beide spielen doch das gleiche Spiel. Sie heilen die Leute und ich die Gesellschaft. Was? Arbeiten Sie für mich. Wie geht's, Doktor? In Ordnung, mach ein Foto von uns. Belinda, bring mal die Kamera. Sie sollten den Mist, der da unten über mich erzählt wird, einfach nicht glauben. Die kleinen Scheißdealer da unten sind nicht so unschuldig, wie sie mal tun. Oder wie sie mal taten. Wie meinen Sie das? Einer von den Schweinen wollte mich gestern umlegen. Mich. Ich bitte Sie. Sehen Sie, Doktor, wir könnten Brüder sein. Wir gleichen uns, oder? Er ist ein bisschen hübscher. Ich werde Sie brauchen hier oben. Sie müssen lächeln.
Was ist denn? Der hier war's. Danke. Wer ist da? Komm, setz dich da hin. Warst du im Centro de Salud? Nein. Es tut so weh. Warten Sie einen Moment. Komm,
wird am Mund. Sie versuchen abzutreiben. Marc, wir brauchen dich hier drin. Was? Ich hab dir selbst einen Notfall. Denk dein Arsch hier rein, wir brauchen dich hier los. Marc, kümmern Sie sich um den hier. Stabilisieren Sie ihn. Ja, und er verliert viel Blut. Ich werde ihn nicht behandeln. Gute Philosophie. Heil Hitler, Senior. Aus. Los, aus! Jetzt hast du deinen Scheiß und ich bin auch noch schuld dran. Ich wollte immer, dass mein Haus neutraler Boden bleibt. Aber es hält eben nicht für immer. Komm, wir müssen los. Ja, ich komme. Weißt du was? Jetzt sind die Kinder im Heim besser aufgehoben. Wanda, ich wollte euch doch alle da nicht mit reinziehen. Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Hast du die Jungs haben auch noch andere Sachen zu tun, als dich die ganze Zeit zu beschützen. Sie haben dich die ganze Zeit beschützt, Marc. Was glaubst du denn, warum du immer so unbehelligt hier rumlaufen kannst? Wieso gehst du nicht? Wozu bist du noch hier? Deinetwegen. Das ist ja alles nicht so romantisch, wie du dir das vorstellst. Rausfinde,
dass du was zu tun hast mit Pavitos Tod. Dann krieg ich dich. Das schwöre ich bei Gott. Ich fasse es nicht. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Nee. Bin gleich wieder da. Er soll ins Motel Torres de la Septima kommen, sofort. Sagen Sie ihm, er soll Wanda da raushalten. Ruf deinen Mann an. Wenn du willst. Er bringt dich um. Ich
Ruf ihn an. Ruf ihn an. Dich wird er umbringen, mich nicht. Liebling, ich bin's. Ich bin mit ihm im Torre della Septima. Nein, ich kann hier nicht raus. Ja. Zufrieden? Wenn du abhauen willst, noch hättest du vielleicht eine Chance. Du denkst, mein Mann ist nur schlecht. Ist er aber nicht. Mich beschützt er. Ich bin seine Prinzessin. Ich dachte immer, die Scheißärzte wären da, um zu helfen.